Wer kennt's nicht? Der Moment, in dem der Kopf plötzlich leer ist. Das Gefühl, dass alles zu viel wird. Die Situation, in der nichts mehr gelingt. Doch keine Sorge, wir zeigen euch, was ihr dagegen tun könnt. Schon im Schulalter hat ungefähr jeder zweite Prüfungsangst und ich selber war da auch keine Ausnahme. Besonders als ich dann später meine ersten Präsentationen an der Uni halten musste, da war das alles andere als einfach. Egal, was euch bevorsteht, eine Klausur, ein Referat oder eine Abschlussprüfung. Es gibt Strategien, die ihr ausprobieren könnt, um euch vorzubereiten, Stress abzubauen und um euch zu beruhigen. Wir zeigen euch, was hilft bei Prüfungsangst. Auch wenn es zunächst abgedroschen klingt, ein bisschen Prüfungsangst ist gar nicht schlecht und kann einen sogar kurzzeitig leistungsfähiger machen. Im Ernst? Nervosität in Prüfungen ist ein ganz normaler Vorgang, der hilft eigentlich, die Prüfung besser zu bewältigen. Studierende berichten häufig als Symptome von Prüfungsangst, dass sie schwitzende Hände haben, dass sie rot werden, das Herz rast, Herzklopfen, Magen-Darm-Probleme. Es ist bis zu einem gewissen Punkt total normal, aufgeregt zu sein. 12% hatten wegen Prüfungsangst schon mal Beratungsbedarf. Das heißt, die Angst war für sie so schlimm, dass sie sich professionelle Hilfe gesucht haben. Studentinnen leiden übrigens etwas häufiger unter Prüfungsangst als Studenten. Die Angst zu versagen oder den Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden, kann so groß werden, dass der Kopf einfach zumacht. Man muss keine besonders ängstliche Person sein, um in diesen bestimmten Situationen das Gefühl zu haben, zu verzweifeln. In der 7. Klasse haben wir beispielsweise einmal einen Physiktest geschrieben, für den ich mich auch ganz normal, eigentlich sogar relativ gut vorbereitet habe. Als wir dann aber in einem Klassenraum saßen, war meine Konzentration plötzlich komplett weg. Ich habe alle Uhren ticken hören, ich habe meine Mitschüler gesehen, wie sie schon unglaublich viel geschrieben haben. Nur mein Blatt war noch komplett leer. Und ich habe immer mehr Angst bekommen. Ich habe angefangen zu zittern und irgendwann sogar angefangen zu weinen. Ich hatte den totalen Blackout. Mein Physiklehrer hat das gesehen und mich netterweise aus dem Unterricht rausgezogen und gesagt, dass mein Test nicht gewertet wird. Aber in diesem Moment habe ich gemerkt, wie krass es sein kann, so einen Blackout zu haben. Um gerade solche Situationen vorzubeugen, gibt es verschiedene Strategien, die ihr ausprobieren könnt. Eine gute Prüfungsvorbereitung sorgt dafür, dass ihr euch mit dem Stoff sicher fühlt. Setzt euch konkrete Arbeits- und Lernziele, die ihr Stück für Stück abhacken könnt. Plant dabei auf jeden Fall Erholungsphasen ein. Die sind nämlich enorm wichtig für eure Leistungsfähigkeit. Zur Abfrage oder Simulation der Prüfungssituation holt euch eure Kommilitonen, Mitschüler oder Freundinnen zu. Entspannungsmethoden wie autogenes Training können dafür sorgen, dass ihr entspannter und gelassen seid. Auch außerhalb der Schule, Uni oder Ausbildung hält das Leben so einige Aufgaben bereit. Ich zum Beispiel habe meine erste Fahrschulprüfung total vergeigt. Während der Fahrstunden war ich eigentlich immer ziemlich locker, doch als der Prüfer in das Auto eingestiegen ist, war ich so nervös und das hat man richtig gemerkt. Naja, und am Ende muss ich es nochmal machen. Also das, was Vanessa passiert ist, passiert ja vielen, vielen, vielen Fahrschülern. Den einzigen Tipp, den ich wirklich geben kann dazu ist, redet mit dem Fahrlehrer darüber. Wir haben alle Möglichkeiten, euch nochmal ein bisschen diese Angst zu nehmen, die ihr vielleicht vor der Prüfung habt, um euch besser vorzubereiten auf die Prüfung, und dann sollte es in der Regel eigentlich auch klappen. Der Prüfer, wenn der jetzt den Fahrschüler in der Prüfung noch nervös macht, durch seine Art oder durch irgendwelche Kommentare, dagegen kann man eigentlich wenig tun. Da muss der Fahrschüler im Prinzip eigentlich vorher durch den Fahrlehrer, zu dem er ja Vertrauen gewonnen hat, muss der Fahrschüler eigentlich vorbereitet und aufgebaut werden. Das ist das Einzige, was man machen kann. Manchmal würde ich ja am liebsten gar nicht hingehen, doch die Prüfung aufzuschieben hilft nur kurzfristig. Am Ende müsst ihr sie doch immer machen. Wenn man dann aufschiebt, dann vergrößert man eigentlich die Angst und in der Regel ist die Hürde beim nächsten Mal viel höher. Wenn man Prüfungsangst hat, ist es sehr gut, dass man versucht, sich körperlich etwas zu entspannen über eine Entspannungsübung, sich positiv zuzureden, zum Beispiel ich habe gut gelernt, und sich inhaltlich auf die Prüfung konzentriert, auf das, was gefragt ist, auf die Fragen. Mir persönlich hat Übung geholfen. Das heißt, je häufiger ich in so einer Prüfungssituation war, desto einfacher ist das auch geworden. Nach einigen Semestern fiel es meinen Kommilitonen und mir dann schon viel leichter, uns auf Prüfungen vorzubereiten und Vorträge zu halten. Schaut mal an eurer Uni nach, ob es da eine Beratungsstelle gibt, denn da könnt ihr euch in einem persönlichen Gespräch helfen lassen. Als Schüler oder Azubi habt ihr die Möglichkeit, euch an euren Vertrauenslehrer oder eure Vertrauensperson zu wenden. Oder ihr könnt euch bei der IHK, der DGB-Jugend oder der Vera-Initiative melden. Ihr könnt euch sicher sein, dass ihr nicht die Einzigen seid. Setzt euch nicht zu sehr unter Druck, denn schließlich ja, ist das Ganze ja keine Leben- oder Todsituation. Und euer gestresster Körper wird es euch danken, wenn ihr ihn mit gesunden Lebensmitteln versorgt. Konzentration und Lernfähigkeit kann sich nämlich durch eine gesunde Ernährung verbessern.
Schreibt uns mal unten in die Kommentare, ob ihr Probleme habt mit Prüfungsangst oder ob ihr das ganze Thema total entspannt seht. Und wenn ihr euch ganz doll und fest konzentriert, dann könnt ihr uns einen Daumen nach oben hinterlassen. Und mit noch ganz viel mehr Konzentration könnt ihr noch den Kanal abonnieren. Und vergesst nicht, ein weiteres richtig cooles Funkformat unten in der Infobox abzuchecken. Das war's von uns. Euch noch einen konzentrierten Tag und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.